Natürlich kann auch in Affinity Photo ein Bild fürs Web optimiert werden. Dieses Bild ist bereits auf sRGB umgewandelt, also optimiert für den Webfarbraum. Und ich gehe mal auf Dokument, Dokumentgröße ändern und sehe nun, dieses Bild hat eine Maßigkeit von 1500 Pixeln und mit 300 dpi. Das wurde also für den Druck aufbereitet. Ich werde nun mal als erstes die DPI-Zahl ändern auf 72, dann sehen Sie, die Pixelzahl wird angepasst, das heißt also, die Maßigkeit spielt hier keine Rolle, sondern die Pixel werden optimal auf die Auflösung, die DPI, angepasst und nun wäre das Bild 360 Pixel breit. Ich werde nun das Bild optimieren auf 720 Pixel, genauso wie die anderen Bilder in Photoshop und Sie sehen, wenn das Schloss hier geschlossen ist, wird automatisch die Höhe auch angepasst. Wichtig nun, wenn ich ein Bild so neu berechne, dann wähle ich die Bikubisch-Variante. Sie geht etwas länger, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Die Qualität ist aber um einiges besser als bilinear. Sie sehen unten die Beschreibung. Das Bild wird nun geändert. Ich gehe auf Größe ändern. Und danach auf Ansicht Zoom 100% und so sieht dann das Bild mit 720 Pixeln aus. Das ist mal das Bild von Hand einfach so heruntergerechnet. Es gibt auch in Affinity Photo eine Stapelverarbeitung und ich möchte auch diese im nächsten Video einmal vorstellen.